Moin aus dem Schiffssimulator hier in Hamburg. Wir bekommen ja unsere neue Intuition Class und das ist eine völlig neue Schiffsklasse mit einem völlig neuen Antrieb. Und darauf müssen wir uns natürlich vorbereiten. Und wie das Ganze aussieht, wenn wir Nautica uns vorbereiten auf eine neue Schiffsklasse, das möchte ich euch gerne zeigen. Und deswegen kommt einfach mal mit. Unsere neuen Schiffe, die sind ja mit einem sogenannten Pod-Antrieb ausgestattet. Das unterscheidet sich sehr stark von den Antriebsarten, die wir derzeitig in unserer Flotte haben. Man muss sich vorstellen, dass wir quasi am Heck unserer neuen Schiffe hat man zwei Gondeln und darauf ist der Propeller. Und diese Gondeln, die kann man um 360 Grad drehen. Der Propeller zieht das Schiff durchs Wasser, schiebt es nicht wie bei unseren anderen Antrieben, sondern das Schiff wird sozusagen durchs Wasser gezogen. Wir müssen daher im Kopf ein bisschen umdenken, wie man diese Schiffe fährt. Wir müssen nämlich mit Vektoren denken und daher lernen wir jetzt hier in diesem Simulationszentrum, wie man ja, die Schiffe entsprechend manövriert. Hier am Marine Training Center machen wir Training für Ingenieure, für Nautiker und Kapitäne und Lotsen. Eine Schulung zum Beispiel für Pottantriebe und das Manövrieren von Schiffen dauert 5 Tage. Und dann werden Übungen gefahren von morgens bis abends. Und ich kann euch verraten, am Anfang, da haben Staffkapitän Philipp und meine Wenigkeit tatsächlich sehr starke Schiffsbewegungen gehabt und sind auch mal näher an die Landungsbrücken gekommen oder haben uns den Altonaer Fischmarkt etwas näher angeschaut. Mittlerweile fahren wir da eigentlich auch relativ zügig und bei viel Wind auch rein, was wir natürlich in der Realität dann später auch tun werden müssen. Und es ist auch so, dass im Simulator ist das Schiffsmodell etwas träger, als es eigentlich in der Realität ist. Das heißt also, im Simulator ist es schwieriger für uns zu fahren, damit es dann, wenn man an Bord kommt, leichter wird. 300, to the corner in Steinwerder. All clear. Und ja, mittlerweile kommen wir sogar in dieses enge Gebiet hier von Steinwerder, ohne Beule vorne, ohne achterne Beule. Man sieht hier auch, dass hier wirklich nicht viel Platz ist zum Drehen. Und wenn man sich, wie gesagt, jetzt noch vorstellt, dass hier die Strömung das Schiff sehr stark versetzt, plus Wind, dann ist das äußerst herausfordernd. Und dann braucht man natürlich auch viel Kraft, um dieses Schiff in der Balance zu halten und dahin zu bewegen, wo man eigentlich hin will. Und dafür ist natürlich so ein Pottantrieb ideal. Also es ist super spannend, definitiv. Einfach weil das auch ein Antrieb ist, der natürlich gerade in der Kreuzschifffahrt immer populärer ist. Auf dem amerikanischen Markt ist er eigentlich gang und gäbe. Von daher ist es super interessant, da den Schritt reinmachen zu können, die ersten Schwimmversuche zu machen. Definitiv macht Lust auf mehr. Philipp hat sich ausgesucht, dass er gerne mal am Grasbrook anlegen möchte. Das ist tatsächlich ein Kreuzfahrtterminal, der existiert schon sehr lange in Hamburg. Man muss hier kurz nach der Elbphilharmonie in einem Drehkreis drehen, der nicht sehr groß ist. Und man hat quasi die Tide gegen sich und auch den Wind gegen sich. Und das macht es tatsächlich sehr herausfordernd, hier mit dem Schiff zu manövrieren. Also mein Schiff 1 bis 7, da erreichst du, wenn du wirklich gut bist, so 35 bis 40 Grad pro Minute, die das Schiff drehen kann. Und mit diesen Pottantrieben hier, da erreichst du auch gerne mal 50 oder 60 Grad. Und da kann man sich vorstellen, dass das Heck dann so richtig rumschwingt. Und das sieht natürlich auch total geil aus, wenn man dann in der Brückenlok steht und das eben sieht. Aber man darf nicht vergessen, wie gesagt, wir wollen das Schiff sicher von A nach B bringen. Und deswegen gilt es eigentlich, diese Kräfte unter Kontrolle zu halten und die Balance zu finden, so ökonomisch wie möglich natürlich von A nach B zu kommen und auch so sicher von A nach B. Wir sind gut angekommen. Haben schön einmal einen herrlichen Blick genossen an der Backbordseite, die Elbphilharmonie gesehen. So kann ich nach Hause gehen und dann kann ich heute schön träumen und ins Bett gehen. Jan hat Großes vor. Als Kapitän muss man natürlich immer einen drauflegen. Und wir sind jetzt tatsächlich auf der wunderschönen Insel Island in Reykjavik. Und wir sehen hier unser Schiff und wir möchten gerne an diese Pier gehen. Hier haben wir 440 Meter Durchmesser. Das ist im Endeffekt der Drehkreis, den wir Platz haben. Und unser Schiff hat ca. 340 Meter Länge. Also man kann sich vorstellen, vorn und achtern ca. 50 Meter Platz,
da ist nicht viel Raum für Fehler. Ein Simulator hat den Vorteil, dass nichts passieren kann. Wir können Übungen beliebig oft wiederholen und wir können verschiedene Umweltbedingungen im Simulator nutzen, wie zum Beispiel starke Winde, Regen, Schnee, schlechte Sicht, Nebel. Das Manöver war tatsächlich sehr spannend. Normalerweise würde man das nicht so fahren, denn wir hatten hier sehr starken Wind innerhalb des Hafens, der uns auf die Mole raufdrückt. Und deswegen geht man dann natürlich normalerweise auf Nummer sicher und dreht dann draußen. Und jetzt hier war die Chance am letzten Tag, konnten wir uns unsere Übung aussuchen. Und da probieren wir natürlich Dinge, die wir in Realität vielleicht nicht so fahren würden. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben eine Menge gelernt. Und ja, freuen uns, das dann auf unseren neuen Schiffen einsetzen zu können.